Geschrieben. Wegen der Gnome. Ah, oh, Gott sei Dank habe ich die schon alle getroffen. Ich frag das. Wo soll ich nach den Gnomen suchen? Nach meinen Informationen müsste einer hier im Lager sein. Einen solltest du am Hafen finden und einer arbeitet draußen in den Minen. Ja. Alles klar. Ich weiß sie. Ich habe Dakil getroffen. Er ist hier in der Lagermine. Gut zu wissen. Hier dein Lohn. Wow, 20 Gold. Ich habe Faris getroffen. Er ist in der guten Mine. Hervorragend, hier hast du deinen Lohn. Wow, nochmal 20 Gold. Ich habe Gadi getroffen. Er arbeitet für den Lagermeister Rumold unten am Hafen. Das freut mich zu hören. Ich habe jetzt alle Gnome bei dir gemeldet. Sehr gut, damit kann ich diese Liste schon mal zu den Akten legen. Hier, das hast du dir wirklich verdient. Danke, danke. Ich werde mal weiter die Augen aufhalten. Okay. So, ich kann jetzt in die Halle reinlatschen. Ja, schauen wir mal. Halt! Keinen Schritt weiter! General Magnus hat mir die Erlaubnis erteilt, mit den Magiern zu sprechen. Ach ja? Und das soll ich dir jetzt glauben, ja? Muss ich erst den General hierher holen? Nee, lass nur. Ich glaube es dir auch so. Also von mir aus, geh rein, wenn du willst. Bist du zu jedem hier so freundlich? Na, du bist ja nicht für die Sicherheit der Magier verantwortlich. Wenn irgendetwas schiefläuft oder fehlt, krieg ich einen auf den Sack. Und das für einen Hungerlohn. Ja. Du machst das schon. Was bleibt mir auch anders übrig? Ich dachte, als Wächter würde ich reich und bekannt werden. Könnte mich nach meinen Heldentaten in der Taverne feiern lassen. Stattdessen stehe ich hier rum und ab und zu kommt irgendein Typ vorbei und will sich mit mir messen. Wie sieht's aus mit einer Runde Armdrücken? Das war klar. Hast du nichts anderes zu tun? Im Moment nicht. Aber wir drücken nur einmal. Und zwar um Gold. Und der Gewinner bekommt alles. Und ich sag dir gleich, ich bin immer nur bis mittags in der Taverne anzutreffen. Wenn du später gegen mich drücken willst, vergiss es. Dienst ist Dienst. Okay, ich gehe jetzt sowieso nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Also, gut, ich könnte speichern, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie man... Das Haus der Magier. Ich hasse diese sogenannte saubere Magie. Wo bleibt... Bücher über Naturheilkunde. Nichts interessiert mich weniger. Landeskunde der westlichen Hemisphäre. Wahnsinnig spannend. Ja, genau. Schön, ja. Bücher über Physis und Psyche. Zum Einschlafen. Verschiedene Kompendien über astrale Bahnen. Aha. Ja, das ist schon mehr interessant für ihn. Guck mal, eine 5. Und vergreife mich mal an der Truhe. Das geht schnell. Alter. Was ist er wieder? Geh weg. Geh weg. Achso, er geht gar nicht in die... Gut, dann. Das ist wohl weniger mein Problem. Trivialliteratur. Alles klar, das interessiert nun wirklich kein Schwein. Ja, okay. Na gut. Gut, kann man... Alles mitnehmen hier. Benimm dich hier! Ja. Hey. Ist ja wohl vollkommen klar, dass ich mich hier benehmen werde. Sieh mal an. Nö. Alles einstecken. Wir sind ein... Ich weiß nicht, was wir sind.
Wir können das Geld halt brauchen, ne? Kann man runtergehen? Der sitzt hier noch. Der Ivar. Aber nicht, ne? Das ist ja ein Trauerspiel bei den Leuten hier. Hallo? Hallo, Ivar. Drahtiger Körperbau, markante Gesichtszüge. Interessant. Tut mir leid, kein Interesse. Wie? Nein, so war das nicht gemeint. Ich darf mich vorstellen. Ilvar, Paranormalist und Feinmechaniker. Es liegt in der Natur der Sache, dass ich immer einen genauen Blick auf meine Umgebung werfe. Aha. Was macht ein Paranormalist? Ah, ein wissbegieriger Eleve. Sehr schön. Nun, als Paranormalist sind meine Forschungsgebiete andere, für das menschliche Auge nicht sichtbare Welten. Durch die Kombination meiner Forschungsergebnisse mit meinen handwerklichen Fähigkeiten ist es mir gelungen, verschiedene Okulare herzustellen. Ein Blick durch eines meiner Okulare und deine Sichtweise maximiert sich um 500%. Ja. Das ist nett. Was genau können deine Okulare sichtbar machen? Laienhaft gesprochen, gewähren sie, je nach eingesetztem Prisma, einen differenzierten Einblick in den Astralraum. Der Kniff an der Sache ist, den bestimmten Wellenbereich einzufangen, der das gewünschte Ergebnis liefern soll. Laienhaft gesprochen. Ah ja. Pardon. Durch den häufigen Disput mit meinen Brüdern hier fällt mir eine umgänglichere Redeweise manchmal schwer. Schon gut. Ich hab's einigermaßen verstanden. Kannst du mir so ein Okular verkaufen? Okulare nicht, aber dafür die nötigen Prismen. Jedoch nur, wenn du dich unserem Bund angeschlossen hast. Sprich dazu mit General Magnus. Disput? Ich dachte, ihr Magier haltet zusammen. Wenn du wüsstest. Nimm zum Beispiel diesen alten Tattergreis Nergal. Hockt den ganzen Tag in seinem Keller und kümmert sich nur um seine Pflanzen. Dabei sind die Kristalle der Grund, warum wir überhaupt hier auf Taranis sind. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Fokus. Die Welt der toten Geister ist dir näher, als es oft den Anschein hat. Steigert deine Astral. No need for this. So, hier ist ein... Wo ist denn... Ja, ich werde einfach... Also pass auf. Zuerst tauschen wir beide ein paar Schläge aus, tasten uns ab. Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Und ich gehe zu Boden. Das war's dann. Wie habe ich mich geschlagen? Naja. Wird vielleicht doch Zeit, dass ich mich zur Ruhe setze. Wir werden siegen. Ganz sicher. Okay, darum ging's. So, Magnus? Ja. Wer was Neues? LP... 31 Uhrzeit ist mir eigentlich gerade egal, wobei die Uhrzeit wäre auch nicht so schlecht. 1940. Ja, toll. Jetzt wollte ich das irgendwie abkürzen, aber okay, dann mache ich einfach nur mache nur LP. Kein Wächter. So, da. Oder, wobei, in dem Fall kann ich euch dann Vorwächter machen. So. Okay, hallo. Wie wäre es, wenn du mich zum Wächter ausbildest? Das ist eine Entscheidung, die gut überlegt sein will. Erstens, wenn du dich unserer Gemeinschaft anschließt, dann kannst du keiner anderen mehr beitreten. Zweitens, du musst deinem vorherigen Leben abschwören. Drittens,
Als Wächter gelten für dich die Regeln des Lagers, wenn du hier bist. Viertens. Du musst einen Eid leisten, der dein Leben an unsere Ziele und Ideale bindet. Und fünftens. Du wirst natürlich nicht sofort ein vollwertiger Wächter. Du fängst wie jeder andere erstmal als Kadett an. Fühlst du dich dazu bereit, den Eid der Wächter zu leisten? Da ist noch ein alter Admiral auf Antigua, der auf meinen Bericht wartet. So? Dann solltest du deinen Admiral davon in Kenntnis setzen, was du vorhast. Regle das zuerst. Dann werden wir dich vereidigen. Ah, toll, jetzt kann ich nach Antigua reisen? Jetzt kann ich auf Antigua reisen, dann breche ich hier wahrscheinlich die ganzen Quests ab. Nee. Wenn ich ein Problem, also wenn ich ein Pech habe. Bricht dann Admiral, weil das ja. So, auf der Karte markieren gibt es hier dann eh nicht, ne? Da kann ich dann eh nur. Was? Ja, egal. Gut, gespeichert hätte ich, ne? Dann mache ich das, da speichere ich nochmal den einen Punkt hier. Und schmeiß mich zurück aufs Schiff. Und so. Und reise einfach mal nach Antigua. Bleibt mir nichts anderes über, ne? Okay, eine Quest bricht jetzt mal nicht ab. Und ich da. Ich dachte, der war Antigua da. Kommt irgendwer mit von den beiden? Wenn Bones mitkommen würde, wäre ja grundsätzlich nicht schlecht, ne? Sammeln wir mal ein bisschen Muschelten. So, und speichern wir mal kurz. Also auf nach. Das müsste eh sein wahrscheinlich. Hey du, sei vorsichtig. Die Insel hier ist gefährlich. Ja. Natürlich. Es ist ja auch das Hauptquartier der Piraten. Wohnsitz des berühmt-berüchtigten Piratenadmiral Alvarez. Sicher. Aber ich rede hier von wirklich gefährlichen Dingen. Ja? Wovon genau? Hast du es etwa noch nicht gesehen? Die Brut des Bösen ergießt sich über das Land. Höllenhunde haben die ganze Hafenstadt überrannt. Ja. Woher weißt du, dass die Hafenstadt angegriffen wird? Ich bin schon einige Tage hier und habe die Stadt beobachtet. Glaub mir, es ist schlimm. Viele sind getötet worden. Viele sind geflohen. Der Weg von hier in die Stadt wird von einigen dieser furchteinflößenden Höllenhunde bewacht. Ich war noch nicht mutig genug, den Kampf gegen sie aufzunehmen. Du bist kein Pirat. Was machst du hier auf Antigua? Ich bin ein Wächter, Hüter der Magie und Beschützer der hohen Magier von Taranis. Ich wurde hierher entsandt mit dem Auftrag, möglichst viele magische Kristalle für unsere Sache zu finden. Interessant. Hast du vielleicht... Also... Ich würde ja nur zu gerne noch über mich und meine Aufgaben plaudern, aber... Ja? Ich habe noch so viel zu erledigen und weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Begleite mich. Ich bringe dich in die Hafenstadt. Aber die Höllenhunde auf dem Weg zur Stadt? Damit werden wir schon fertig. Sicher? Ja, und jetzt komm. Na schön, aber auf deine Verantwortung. Na toll. Das wird ja jetzt lustig werden.
Vor allem, weil ich hier keine Ahnung habe, wie man in die Nervenstadt kommt. Na, cool, ja. Das Vieh hol ich mir. Ja, der macht eh. Der macht eh ordentlich Damage. So einfach kriegt man mich nicht. Ernsthaft? Und der hatte Angst vor den Hunden? Der schlägt die ja selbst weg ohne Probleme. Okay. Das sind ein paar Grabsteine. Knochen nehme ich mal mit, die werden wir von irgendwas, kann man die anscheinend brauchen. Die sind auch noch Gräber. So, den noch. Zack. Kann man nichts lesen, das ist irgendwie traurig. Nur die ganzen Namen. Ist es das hier? Ja, das hier ist die Hafenstadt von Antigua. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Naja, es hilft ja nichts. Wie auch immer, ich danke dir für deine Hilfe. Hier, nimm dies als Dank. Ich versuche dann mal meine Ware hier an den Mann zu bringen. Wenn du noch etwas brauchst, findest du mich auf dem Marktplatz. Boah, ey. Handy vibriert die ganze Zeit, das ist ein bisschen anstrengend. So, jetzt auch. Ich kann ihn dann fragen, wenn er am Markt ist. Die fragen jetzt. Was sind das nur für Höllengeschöpfe? Die hier sind ja noch harmlos. Ich habe noch viel schlimmere Schattenwesen gesehen. Möge uns die Kraft der Erde beistehen. So, womit genau handelst du? Womit handelst du genau? Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Ja, komm, verschon mich damit. Zeig mir lieber, was du hast. Ja, natürlich. So, der Klingenring und der Schurkenring. Kristallfackel, Heilung, Rostrezept für Trank, für irgendwas. Splitterhagel, Feuerregen. Okay. Na gut. Was gibt es hier sonst noch außer dir und den Piraten? Ich meine, einen Dämonenjäger gesehen zu haben. Dämonenjäger? Ja, richtig. Er war ebenfalls auf dem Weg in die Stadt. Wenn du ihn treffen willst, würde ich mal in der Taverne nach ihm suchen. Habe ich auch überlegt. Dämonenjäger habe ich auch überlegt, aber irgendwie hätte ich dann doch lieber. Warum suchst du magische Kristalle gerade hier auf Antigua? Natürliche Vorkommen sind hier nicht zu erwarten. Das ist wahr. Jedoch, nun, es sind seltene Kristalle. Genau der richtige Schatz für Piraten. Die Magier trugen mir auf, hier bei den Piraten zu suchen und drei dieser Kristalle auf Antigua zu erbeuten. Was ist so interessant an diesen magischen Kristallen? Sie sind die Quelle unserer Kraft. Sie sind das Öl, das unser Feuer zum Lodern bringt. Die magischen Kristalle brauchen wir, um Magie zu wirken. Warum gerade drei Kristalle? Antigua ist eine kleine Insel. Wenn es hier magische Kristalle gibt, dann nur eine Handvoll. Drei davon zu finden, wäre schon ein voller Erfolg. Okay. Du bist nur wegen der Kristalle hier? Natürlich auch, um zu handeln. Auch wenn Piraten nicht gerade die besten Geschäftspartner sein sollen, sagt man sich. Du wirst schon wissen, was du tust. Das hoffe ich doch. Ja. Wo genau willst du denn nach den magischen Kristallen suchen? Ich habe noch keine Ahnung, aber ich möchte wetten, dass die Piraten etwas darüber wissen. Verstehe. Ja. Kannst du mir etwas beibringen? Was willst du wissen? Stichwaffen, Schwerter, Hiebwaffen, Gegenangriff wäre zum Beispiel ganz nice. Mit dieser Fähigkeit kannst du Angriffe deines Gegners mit einem eigenen Angriff unterbrechen, Meisterdieb lernen, Silberzunge lernen. Der ist ganz nice eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich schätze, ich werde dir bei deiner Kristallsuche helfen müssen. Warum? Traust du mir das etwa nicht zu? Willst du eine freundliche oder eine weniger freundliche Antwort?